Ja, hallo, meine lieben Xbox-Freunde. Euer Sanchez wieder hier. Und ich beschäftige mich heute mit dem Update 14.09. Denn es ist ja nicht so weit. 14.09 ist draußen, obwohl das August-Update bei manchen noch nicht mal irgendwie offiziell released ist. Gibt es für die Preview-Tester jetzt schon das September-Update 14.09. Was gibt es für Neuerungen? Ja, die wichtigste Neuerung ist wahrscheinlich der Media Player. Ihr seht auch schon unten bei mir in der Ecke da Media Player Vorschau. Das ist natürlich ein Preview Player. Das ist voll cool gemacht, denn ihr habt das ja schon gesehen, bei der Xbox 360 gab es das ja früher auch. Ihr habt da einfach einen USB-Stick reingeknallt oder what else. Und ihr konntet dann einfach die Videos oder Musik einfach so abspielen. Das ist jetzt auch wieder endlich möglich, denn dieser Media Player kann wirklich jeden kranken Shit abspielen. MKV soll er auch noch können, das allerdings wahrscheinlich erst, wenn es die feine Version ist oder halt, wie es da stand, Ende des Jahres. Ist aber nicht schlimm, das Ding kann WMV, HD, das kann MP4, MP3, das Ding kann jeden Scheiß. Ja, auch MP3. Und das Wichtige daran ist, das soll so gemacht werden, dass das später dann auch einfach im Hintergrund laufen kann. Das heißt, ihr könnt spielen und könnt dann nachher Musik hören, das könnt ihr jetzt noch nicht. So, und ihr seht, bei mir ist auch immer noch nicht der Friendstep da. Das liegt daran, weil ich dazu nicht invited worden bin zu dem Friendstep. So, gucken wir uns einfach mal den Media Player an. Gleich für die Leute, die vielleicht dieses Video auch gucken, wenn sie die Preview-App noch, die Preview-Sachen noch nicht haben, also aber schon das Preview-Beta-Update haben, aber den Media Player suchen. Trick dabei, steckt einfach ein USB 2.0, ist scheißegal, das ist das übrigens das Interessante. Bei jetzt ist es egal, ob es USB 2.0 oder 1.0 ist, es muss einfach nur ein USB-Gerät sein. Steckt er einfach ein und dann erkennt das die Konsole. Und in dem Fall ist es hier mein USB-Intenso-Stick. Ja, ich habe ausnahmsweise mal Intenso gekauft, weil das Ding wirklich mega günstig war und sah auch qualitativ ganz gut aus. Und da habe ich wohl immer nicht habe ich mal gut getroffen. Das Ding ist nämlich relativ gut. Ich glaube, 16 GB hat das Teil. So, und da haben wir jetzt, können wir den auswählen. Das ist nichts Großes, der Player. Und dann sieht man ja schon, habe ich jetzt hier, ja, mein Stralsund-Urlaub 2014, den kann ich natürlich jetzt nicht starten, das sind private Sachen, aber ihr hättet dann jetzt hier die Auswahl natürlich von Musik und allem drum und dran und könntet die einfach abspielen. Das war so viel zum Media Player. Ich finde das richtig cool, dass es endlich da ist. Es hat lange gedauert, aber jetzt ist es endlich da. Dann kommen wir zu den nächsten kleinen Änderungen unter den Einstellungen. Ah, ihr dürft ja nochmal meinen echten Namen sehen. Jetzt gibt es hier den Punkt Geräte und Zubehör. Das ist momentan, wie ihr seht, Select a device assigned to someone. Das ist nämlich voll cool, so denke ich mir das mal. So habe ich mir das vorgestellt, wie das so wahrscheinlich ist. Ich habe in meinem Controller, den ich habe momentan nur einen, und den habe ich direkt meine Benutzer zugeordnet. Das heißt, wenn ich jetzt noch einen zweiten Controller hätte und würde den, was weiß ich, Peter Pan zuweisen, und der meldet sich, startet mit dem Controller, also mit von Peter Pan, sein Controller startet er die Xbox. Dann lockt sich die Xbox, ohne was halt die Kinect dran ist, automatisch mit Peter Pans Account ein. Genauso wäre das jetzt, wenn ich jetzt wieder mit meinem Controller starte, lockt sich die Xbox wieder mit meinem Account Sanchez ein. Das kann man hier dann machen, dann seht ihr da auch, kann man machen, who will use this headset? Vor allen Dingen, wer möchte das Headset usen? Ich natürlich. Das ist noch ein bisschen buggy, die Schrift und allen drum und dran, das ist noch nicht ganz so klar. Was übrigens aus dem letzten Update, das eigentlich auch noch im August-Update war, ist endlich die 3D-Funktion. Die habe ich nämlich bei 14.08 noch vergessen, denn das war auch eine sehr wichtige Funktion, was es endlich die 14.08 Beta-Version gab. Ich muss jetzt mal ganz kurz einen Blick drauf werfen, was der Manager da noch so Schönes geschrieben hat. Und dann gucken wir nochmal ganz kurz. Da waren nämlich noch einige mehr Punkte, also wie gesagt, das 3D haben wir schon mal da und ich zeige euch gleich noch eine ganz wichtige Neuerung, nämlich vor allem gibt es hier jetzt, unter Netzwerk gibt es jetzt auch einen Punkt, wenn ihr zum Beispiel, was weiß ich, bei der Telekom aktuell Kunde seid oder halt kein, oder momentan auch bei O2 glaube ich auch, gibt es ja wieder Datenvolumentarife, das heißt, keine Ahnung, O2 gibt euch glaube ich 50 GB Fair Use im Monat oder so, wenn ihr dauerhaft mehr davon verbraucht, dann habt ihr ein Problem, dann wird das auf jeden Fall ja überschritten, das Limit, und dann
Ja, ihr wisst halt nicht, wie viel ihr eigentlich verbraucht habt momentan. Und ihr könnt jetzt sehen, wenn ihr hier Brandbreitennutzung macht, klickt ihr da drauf, zeigt euch die Xbox an, was ihr an den und den Zeitpunkten verbraucht habt. Ihr seht schon, ich habe von 17 bis 18 Uhr 180 MB auf den Tacho gebracht. Von 18 bis 19 Uhr habe ich richtig schön genutzt. Da habe ich 564 MB einfach mal auf der Latze gehauen. So, und dann 19 bis 20 Uhr, da war Ruhe. Da war ich, glaube ich, auch weg. Und 20 bis 21 Uhr hatten wir wieder 70 MB auf dem Tacho. Man kann das Ganze jetzt auch wieder zurücksetzen, wenn man das möchte. Ein bis zwei Tage oder so. Und ihr seht, das ist der Zeitraum. Wir haben 14.8. bis 31.8. Denn das Update ist am 14.8. erschienen. Wahrscheinlich am 14.8. erschienen. Schon für die Leute, die halt, es wird ja in Wellen verteilt. Das heißt also, ich habe es jetzt erst gestern oder heute bis heute Morgen gehabt. Wahrscheinlich kam es gestern Abend auch schon. Mit momentan meine aktuelle Nutzung ist jetzt 7 Kilobytes. Und verbraucht insgesamt habe ich in dem Zeitraum knapp 900 MB. Ganz interessant, da wirst du dann sofort, mit der Xbox schon 24 GB verbraucht. Wird langsam ein bisschen kritisch. Ja, das ist eine gute und tolle Sache. So, was aber auch gut und toll ist, ist die neue Party-App. Ihr seht das jetzt hier noch nicht ganz genau bei mir, aber was ihr schon sehen könnt, die Party-App passt sich jetzt der Farbe des Dashboards an. Ihr seht jetzt hier, die Party ist jetzt auch rot markiert. Die Punkte sind jetzt natürlich dementsprechend ausgegraut, weil ich mich natürlich gemutet habe in der Party, weil ich natürlich gerade mit euch das Ganze durchgehe. Und da ist es jetzt so, dass wir auch die Punkte in rot sind. Und ihr seht jetzt hier bei dem Master Freud ein nettes Zeichen davor, so eine schöne Medaille. Und ja, es ist endlich wahr. Es gibt endlich einen verdammten Party-Leader. Das heißt, einer ist der Führer, einer bestimmt, wie die Party zu handhaben ist, also ob die Party offen ist, geschlossen ist und nicht irgendeine andere fuchtet dann wieder rum und so, Party wieder aufmachen. Nein, er ist der Partyleiter, er bestimmt. Und das Geilste ist jetzt, er ist der Partyleiter und er kann die Leute kicken. Momentan kann er nur Leute kicken, die das Preview-Update haben. Das heißt, alle, die es nicht haben, kann er momentan nicht kicken. Aber es geht, man kann Leute aus der Party kicken. Also werdet ihr natürlich feststellen, wo sind denn die ganzen Symbole hier unten hin? Ja, ich hatte doch da ganz viele Symbole. Auch diese sind jetzt etwas handhablicher, also werden ein bisschen besser gehandhabt. Denn man kann jetzt auf das Profil draufklicken. Und dann sieht man nämlich schon einen Ton aus. Man muss nicht mehr ins Profil gehen, um den Ton auszumachen. Wenn euch einer auf den Sack geht und ihr seid nicht Leader, könnt ihr direkt hier Ton ausmachen. Dann das Wichtigste noch zum Spielen anhand. Ihr könnt jetzt jeden Spieler in der Party direkt und zum Spiel anladen. Ihr müsst nicht mehr in sein verdammtes Kackprofil rein. Nein, ihr könnt ihn einfach einzeln einladen. So, dann gibt es natürlich noch das ganz normale Profil anzeigen und Spiel beitreten. Das ist alles überhaupt kein Problem. Alles super. Und er hat dann hier noch unten dann stehen noch als nächstes Profil aus der Party rauswerfen. So, jetzt kommt das Interessante. Wenn ich mich nämlich selber anklicke, habe ich auch mein Ton 1, muss Spielchat wechseln und Profil anzeigen. Ja, und der Party dazu, dem hat, wenn er sich selber, er klickt sich natürlich selber an und kann dann hier auch noch wählen zwischen Party-Einladung oder Nicht-Einladung. Aber das Gute ist, wenn er ihn aus der Party schmeißt, denkt man natürlich, Party ist doch offen, kann er ja direkt wieder reinkommen. Nein, er kann nicht mehr reinkommen. Er kriegt einen sogenannten, ja, ich sag mal, das ist Party-Bann oder so, keine Ahnung, wie die das nennen wollen. Ich weiß nicht, ob das zeitlich begrenzt ist. Herr Master Freud hat mir das vorhin gesagt, die haben das auch schon getestet. Wenn du jemanden aus der Party rauskickst, kann der nicht mehr in die Party kommen, auch wenn die Party ohne Einladung gesetzt ist. Er kann nicht mehr reinkommen. So, das so viel zur Party. Aber jetzt muss ich selber mal kurz gucken. Dann gibt es natürlich noch, hier steht ja natürlich noch eine New Friends Section. Die gibt es natürlich bei mir, wie gesagt, noch nicht. Die ist bei mir noch nicht freigeschaltet. Viele neuere sind zum Beispiel die Smartglass-App. Es gibt zum Beispiel am Android, ich weiß nicht, ich glaube, auf dem Kindle, wie ich es ja habe, gibt es die Beta-App nicht. Auf den anderen Geräten, Windows Phone Geräten und iOS Geräten gibt, ja, logischerweise iPhones, gibt es eine Smartglass Beta App und die könntet ihr euch mal runterladen, denn da könnt ihr schon vieles mehr machen, das halt immer mit dem Preview Update zusammenhängt. Zum Beispiel könnt ihr jetzt in der App einfach schon eure Aktivitätsfeeds erweitern, Aktivitätsfeeds lesen, kommentieren, liken. Ich weiß nicht, ob ihr Spieleclips könnt ihr ja schon lange gucken, weil der Beta App ist zum Beispiel auch schon der Store mit drin, was du über die App kaufen kannst, etc. pp. So, dann schreiben die halt noch hier, es gibt wird natürlich neue Markt erschlossen, denn die wollen jetzt in Australien, Kanada, French, Italy, Spain, blablabla machen, aber das ist uninteressant. Was aber noch interessant ist, das hätte ich jetzt fast vergessen, Xbox geht zu Upload. Ja, das funktioniert schön, wenn man mit der Xbox reden kann. Problem war immer, wenn man so schöne, ich gehe jetzt hier mal meine Clips, ich habe nämlich verdammt viele Clips durch Battlefield.
unendlich viele Clips. Ja, so, jetzt sind es noch 54, ich habe schon ein bisschen was gearbeitet. Aber ich habe Unmengen an Clips, Unmengen. Massenweise Clips jetzt, 54 an der Zahl. Und ich will die jetzt weg haben. So, früher war es so, ich muss jetzt hier drücken, und dann löschen, dann bestätigen, etc. Bb. Scheiß drauf, brauchst du nicht mehr. Gibt jetzt hier Clips verwalten. Ja, gehst drauf. Und kannst dann dementsprechend alle Clips an. Das heißt, du gehst jetzt hier drauf, zack. Was weiß ich. Ja, wie kannst du hinten? Nee. Wenn sie, dann kann ich jetzt hier einfach machen, zack, zack. So, dann machst du hier einfach bam, 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 bam. Bam und bam, markierst sie einfach. Und dann kannst du nach vorne gehen. Und kannst sie einfach entweder speichern machen, das heißt, du speicherst sie wieder dauerhaft. Oder du kannst einfach löschen. Dann sagt er, du bist dabei, 12 Clips dauerhaft zu löschen. Löschen. Ja, die Clips können wirklich weg, kein Problem. Gut, ein bisschen, du hast 12 Clips erfolgreich gelöscht. Bam. 12 Clips einfach weg. Und das ist einfach eine Innovation. Ich finde, das ist gut, dass man diese ganzen Clips nicht mehr einzeln löschen muss, weil ich will die Dinger auch wirklich mal alle komplett löschen. Da habe ich nicht immer wirklich Bock drauf, alle Dinger einzeln zu löschen. Das ist einfach richtig ätzend. So. Wie gesagt, da habt ihr ja vorhin gesehen, Gerät und Zubehör ist dafür da, um halt das zu managen mit dem Headset und allem drum und dran. Was haben wir denn noch Schönes? Ja, dann sehe ich hier zum Beispiel, das habe ich noch nicht ganz verstanden, wie die das meinen. Are you able to set your console to boot directly to television when coming out of the connected standby? Ja, das ist doch eigentlich schon da, oder nicht? Dann irgendwie Stream to Smart Glass. Aber das hat eher was mit den Xbox One Digital TV Tuner zu tun. Du kannst halt dann, wenn du die Xbox Digital TV Tuner hast, kannst du dein Fernsehprogramm an die Smart Glass App schicken. Das ist zum Beispiel so, stell dir vor, du möchtest jetzt zocken. So, du möchtest zocken, deine Freundin möchte aber Fernsehen gucken. Irgendwelches Fernsehen. Dann kann das so gemacht werden, dass das TV von der Xbox aus direkt an deine Smart Glass App im Netzwerk gesendet wird, im WLAN halt oder wo auch immer das ist dann. Und die kann halt auf ihren Tablet, what else, oder fähigen WLAN-Dings halt Fernsehen gucken, wo halt der Smart Glass drauf passt. Also im Endeffekt ist es halt ein Tablet oder halt, ja, ein Tablet. Meistens sind ein Tablet. Und da kannst du dann einfach Fernsehen drauf gucken und du kannst dann einfach weiter in Ruhe zocken. Sie guckt Fernsehen, sie gibt Ruhe, du kannst zocken, alle sind glücklich. Finde ich persönlich, ist auch eine geile Sache. So, wie gesagt, die neue Friends-Section habe ich euch zugehört, kann ich euch leider nicht vorstellen, da kommt dann halt noch ein extra Tab zu, den kann ich jetzt nicht zeigen, das seht ihr halt bei den anderen Leuten vielleicht im Video. Wie gesagt, Party-App habe ich euch auch abgehakt, habe ich euch gezeigt. So, dann natürlich, wie gesagt, die Smart-Class-App wurde halt neu aktualisiert. Ja, ich kann euch nochmal kurz, hier habe ich eine Liste, welche Formate denn alles mit dem Media-Player funktionieren sollen, beziehungsweise manche kommen halt, wie gesagt, später, das MKV-Format zum Beispiel. Aber gehen zum tun zum Beispiel 3GP Audio, 3GP Video, 3GP 2, AAC, ADTS, Animated GIF, ja, wer es braucht, ASF, AVDFX, AVDV, AV Uncompressed, wo auch AV Uncompressed, das ist nicht schlecht, AVX wird BMP, JPG, GIF, H264, AVC HD, MJPG, MKV, MOV, MP3, MPEG 1, PS, MPEG 2, MPEG 2 HD, MPEG 2 TS, MPEG 4 H264 AAC Codec, MPEG 4 SP, PNG, TIFF, WAVE, also WAF, WMA, WMA Lossless, WMA Pro, WMA Voice, WMV, WMV HD. Das sind schon einige an Formaten. Das ist schon eine ganze Menge. Und wie gesagt, das wird halt noch erweitert durch Ende des Jahres durch MKV. Und auch der Media Player kriegt noch eine kleine Erweiterung, denn er soll irgendwann DLNA-fähig sein. Das heißt, so viel wie, ihr habt einen Media-Server irgendwo stehen, zum Beispiel einen Plex-Server. Und über das DLNA kann dann dieser Media-Player auf den Plex-Server zugreifen und dann die Filme aus eurem Netzwerk direkt auf eure Xbox schieben. Und ich finde, das ist eine sehr coole Funktion. Und ja, das war soweit eigentlich alles, was mit 14.09 erstmal kam. Es war ja auch 2 GB groß, hat also einiges mitgebracht. Wahrscheinlich noch kleinere Dashboard-Sachen. Aber das waren so jetzt erstmal die wichtigsten Sachen, die mir aufgefallen sind und die ich euch einfach mal zeigen wollte. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal fürs Zuschauen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, gebt einfach mal einen Daumen hoch. Euer Sanchez. Auf Wiederhören.